meine lieben Freunde und willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Und zwar spielen wir Valheim. Ist mir vorgeschlagen worden im Steam, da ich ja Rust und Eco und solche Sachen auch gerne spiele. Eigene Rust-Server haben wir ja auch mittlerweile. Und ja, ich schaue mir das mal an. Ich habe bis jetzt noch nichts gemacht. Ich habe noch nicht ins Spiel reingeschaut oder sonst irgendwas. Ich habe nur ein bisschen die Grafikeinstellung und die Musik ein bisschen runtergemacht, weil die ging mir am Anfang schon gleich ein bisschen auf den Keks. Und ich werde jetzt ganz einfach mal sagen, wir starten mal ins Spiel. Ah, okay, Karten. Ja, klar. Den erstellen wir natürlich noch schnell. Haare. Das war ja besser, da reden wir schon gut. So, männlich. Hart. So. Nee, passt. So. Wir starten erstmal den Singleplayer. Ja, und jetzt haben wir einen Ladebildschirm. Wie gesagt, Valheim ist ja die letzte Zeit relativ viel in den Schlagzeilen zu sehen. Ich lese natürlich sowas auch, habe aber jetzt noch keine Videos oder sonst irgendwas angeschaut. Ich lasse mich da einfach mal komplett und frei überraschen, was dabei rauskommt. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Also ich weiß nur irgendwie, wir sind in der Wikingerzeit oder irgendwie sowas. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze mal schön fleißig an. Und während wir hier im Loader-Screen sind, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like für das Video da lasst. Dann verpasst ihr keine Folgen mehr von Valheim. Und wir können dieses Abenteuer zusammen erleben. Okay, kann ich irgendwie überspringen? Nee, will er nicht. Der lässt mich nicht überspringen. Ich muss jetzt bloß im Spiel mal schauen, nicht, dass es noch zu laut ist. Ich habe extra schon alles runtergedreht, was man. Also die Musik habe ich fast aus. Die Effekte vielleicht ein kleines bisschen leise, dass es nicht ganz so laut umrauscht. Sonst alles. Ah, Blumeneffekt. Okay, Blumeneffekt muss ich gleich mal schauen, wie er sich im Game auswirkt. Weil eigentlich mag ich den Blumen nicht. Okay, also wir hängen schon mal an einem riesengroßen Vogel. Das Wetter ist natürlich auch perfekt. Mal sehen. Okay, ein bisschen was. Das ist natürlich wieder klasse. Okay, ich mache den Blumeneffekt aus. Der nervt mich jetzt schon. Blumeneffekt. Den mag ich nicht. So, wo ist man? Okay, Steuerung ist normal, wie man es kennt. Hi, okay. Hugin heißt der Kleine. Okay, also der will mich lehren, wie man reist. Okay. Finde ich ein bisschen schade, hier habe ich es auf Deutsch gestellt. Okay. Ah, okay. Wieso kann ich bauen? Kann man irgendwas sammeln? Sacrifice Shieldstone. Achso, er wollte von mir, dass ich mit dem Sacrifice Zone rede. Achso, das ist ein Tutorial. Das schaut auf jeden Fall auch lustig aus. Ich bin nass und tropfe richtig, also ich weiß nicht, wo das ganze Wasser herkommt, aber okay. So,
wie gesagt, ich habe mich wieder über das Spiel null informiert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass man... Ich glaube, man kann bauen. Okay, ich kann auf jeden Fall... meine Fäuste leveln. Oder baue ich jetzt gerade Holz ab? Okay, das unten scheint irgendwie Ausdauer zu sein. Okay, also auf Tab mache ich dieses Ding hoch. Aha. Wie gesagt, ihr könnt mir auch lieben gerne Tipps in die Kommentare schreiben, was ich denn noch so Schönes machen kann, beziehungsweise was ich im Allgemeinen hier im Spiel machen kann. Ich verstehe es halt nicht. Ah, okay, man soll natürlich vorher lesen. Ich hätte das Spiel vorher nochmal neu starten sollen. Gut, also wird es dann in der nächsten Folge auf Deutsch sein. In der ersten Folge werden wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen mit Englisch zurechtfinden. Ich glaube, wir müssen erstmal die Vorquests machen. Items must be crafted. Okay, also alle Items müssen hergestellt werden. Ich kann alle möglichen Sachen aufheben. Und ich brauche eine Steinaxt. Die kann ich aus Holz und Steinen herstellen. Okay. Also Steine kann ich dann wahrscheinlich einfach zusammen, oder? Oder muss ich die aufhauen? Hebe ich denn eigentlich jetzt überhaupt irgendwas auf? Nee. Ich glaube kaum, dass ich Stein jetzt so abbauen kann. Okay. So, jetzt haben wir schon immer ein paar Beeren aufgesammelt. Okay, die können zu 50 stecken. Okay. Trophäen haben wir noch keine. Das kommt natürlich also. Oh, PvP. Ja gut, brauchen wir eh nicht. Wir sind eher alleine. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ah, ich sehe. Oh, okay. Also so einen kleinen Zweig, beziehungsweise so ein kleines Bäumchen kann ich wahrscheinlich abbauen. Weil ich mache den nämlich Schaden. Mit dem großen Baum habe ich nämlich die ganze Zeit gerade null gemacht. Den kann ich ja wahrscheinlich wirklich nur abbauen, wenn ich eine Axt habe. Ah, okay. Okay, ich habe jetzt quasi bloß Resin bekommen. Wie sagt man Deutsch? Baumharz. Gut, das werde ich dann wahrscheinlich auch für irgendwelche lustigen Sachen brauchen. Da ist der Vogel wieder. Hi. Okay, also ich habe einen Snack gefunden, mit dem kann ich meine Ausdauer und mein Leben wieder auffrischen. Okay, und ich soll auch versuchen, verschiedene Mahlzeiten zu finden, damit ich nicht dem Hunger verfalle oder beziehungsweise zu viel Hunger bekomme. Okay. Ah, okay. Holz kann man einfach aufsammeln. Okay. Da kann ich bestimmt Stein auch einfach irgendwo suchen. Der da hinten. Ah. So, das heißt, ich kann jetzt, wo kann ich den craften? Ah, hier kann ich craften. So, ich bräuchte für Stein, brauche ich, für eine Axt, brauche ich 5 Holz und 4 Stein. Und ich habe, okay, zu wenig. Das ist dann ein, ja, halt ein Stock, ein Schlagstock. Okay. Gut, also eine Stein... Axt werden wir jetzt als allererstes mal anvisieren, dass wir uns eine Axt bauen können. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gut, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade das komplett neu in das Spiel rein. Und muss mir die ganze Sache erstmal angucken. So, sind wir denn jetzt schon... Den Hammer könnte ich jetzt bauen, ich brauche eine Axt, also ich brauche noch ein Holz. Und jetzt kann ich eine Axt bauen, richtig? Jo. Okay, jetzt craften nochmal eine Axt. Okay, so. Gibt es hier irgendwie eine Schnellleiste? Achso, wahrscheinlich hier oben, oder? Wenn ich jetzt auf 2 drücke. Ah, okay. Gut, also so eine. Das ist quasi meine Schnellleiste. Finde ich ein bisschen schade. Na gut, okay, wenn sie hier unten angezeigt wird, dann wäre sie quasi wieder dasselbe wie Minecraft. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Da gewöhnt man sich, denke ich, auch dran. So, kann ich dich jetzt fällen?
tatsächlich. Bin ich mal gespannt, wie das animiert ist, wenn, wie der Baum entfällt. Oh, das ist der Gegner. Okay, den haben wir schon mal gut fertig gemacht. Okay. Also, ich muss den Baum fällen und muss ihn auch noch kleinklopfen. Okay, wie lange muss ich so auf so einen Baum rumhauen, bis der mal weg ist? Ich gehe mir davon aus, da gibt es dann bestimmt später auch noch andere Materialien. Oh, okay, das ist aber jetzt einiges an Holz. So, sehr schön, dann nehmen wir dich auch noch mit. Klopfen wir den Baum noch klein. Und dann schauen wir später mal, wie wir denn eventuell hier noch ein bisschen was bauen können oder sowas. Okay, ich nehme erstmal Beeren mit. Stein nehmen wir noch mit. Kann ich auch dieses blöde Reh hier holen? Wo ist denn das hingerannt? Reh? Hier war doch gerade ein Reh. Ist das jetzt wieder mein Punkt, wo ich gestartet bin? Ja, ne? So. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas machen? Oh, da kommt wieder so ein Viech. Okay, den haben wir schon umgedrückt. Wieder nein. Junge. Was ist das denn? Oh, cool. Also das ist ein Birkensamen. Da kann ich eine neue Birke pflanzen. Okay, so, was können wir denn noch bauen? Wir bauen mal noch einen Hammer. Wir gucken uns erstmal alles an, was es so erhaltet. Okay, also mit dem Hammer kann ich reparieren. Ah, okay, und hier kann ich jetzt so diese ganzen Sachen bauen, die ich dann später brauche. Also ich brauche noch ein bisschen Stein, da kann ich ein Feuer bauen. Und das ist ein Steinstapel oder ein Holzstapel. Kochstation und eine Workbench. Okay, eine Workbench werde ich jetzt, glaube ich, gleich mal bauen. Jetzt ist halt die Frage, baue ich hier in der Nähe von meinem baue ich hier in der Nähe von diesem Steingebilde? Okay, das sagt mir auch gerade, dass ich eine Workbench bauen soll. Ja, das hatte ich ja gerade vor, du Vogel. Wie war denn jetzt Craften? Achso. Okay. Wie kann ich jetzt wieder das? Achso. Wie? Wenn ich jetzt aber was anderes bauen will, wie geht das? Okay, wir bauen jetzt mal die Workstation. Rot heißt es meistens, ich kann nicht bauen, oder? Achso, okay. Also in der Nähe von diesem mystischen Dings der Wunster kann ich nicht bauen. Also hier könnte ich jetzt quasi bauen. So, kann man die ganze Sache auch irgendwie drehen? Ah, okay, mit dem Mausrad. So. Also alles Neuland. Aber ich denke mir... Oh. Junge, erschreck mich halt nicht immer so. Jetzt bitte Workbench. Okay, damit kann ich jetzt quasi komplette komplexe Items craften. Und es gibt mir mehr Zugang zu... besseren Rezepten. Puh. Was, die Crafting Station braucht ein Dach? Okay, ja, aber wie kann ich denn jetzt hier ein anderes, was anderes bauen? Rechte Maus ist das. Ha!
rausgefunden. So, oh wieder. Ja, man kann viele Sachen bauen. Okay, also das heißt quasi, ich kann die Werkbank erst benutzen, wenn ich ein Dach drüber habe. Also ergo, die Werkbank muss in ein Haus rein. Also wieder ähnlich wie Echo, wo das Zeug alles in einem Haus drin sein muss. Ja, aber ich würde mal sagen, wir lassen die erste Folge jetzt mal so stehen. Wir haben ein bisschen was gesehen. Und ich mache jetzt gleich noch die zweite Folge hinten dran. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir Tipps in die Kommentare schreibt. Lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Part von Valheim. Bis dahin, ciao.